Joch. Ich will speichern. Darf ich das hier? Oder ist das zu noobig? So, was haben wir hier? Verkaufsautomat. Ah, hacken wir doch gleich wieder hier. Hi-ja, hi-ja, hi-ja. Ja, bla bla bla. Oh, das wird ja immer besser hier. Ich höre schon wieder irgendwas krabbeln. Alter, wird mal. Das ist einfach. Macht alles paranoid hier. Was ist das? Ich habe gerade irgendjemanden gehört. Ja, na, hallo? Na komm, spiel. Ja, renn doch nicht weg hier. Ich will doch nur ein bisschen, dass du mich umarmst. Ich habe keine Nieten mehr. Jetzt habe ich Fallennieten. Boah, ich höre die ganze Zeit dieses Krabbeln, ey. Mein Roboter habe ich ja auch nicht mehr dabei. Können wir noch Fallen? Ich will richtige Nieten, nicht diese bescheuerten Fallnieten. Wo sind die Leiche? Aber wie? Hier, im Tickethäuschen. Ja, im Tickethäuschen. Oh. Siehst du? Das ist der Grund, warum ich Sophia Lempe kämpfen muss. Sie benutzt die neuen Little Sisters für irgendetwas. Und ich bin zurück, um sie zu retten. Tue ich das nicht, sterben noch mehr Kinder wegen meiner Sünden. Und der Albtraum Rapture geht immer und immer weiter. So, sprechen wir. Bürger von Rapture. Das ist Subject Delta. Hinter dieser Maske steckt ein Feind des Volkes. Ohne Seele, ohne Mitgefühl. Er ist eine Bestie, ein Monster. Und als Familie müssen wir ihm den Kiefer zerbrechen und ihn ins Meer zurückjagen. Lamp wird hier alles umkrempeln, um dich zu finden. Bitte halte die Splicer zurück, bis wir entkommen sind. Ja, was? Neues Ziel. Wäre so viel Lamp Splicer ab. Ja, lol. Ja, ich will hier nicht Aspirin, ich will... Komm, hau ab. Verschwinde. Wow. Wir erwischen die auch noch die ganze Zeit. Oh, okay. Zu früh gefreut. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh. Stirbt ihr, verdammt. Oh oh, oh oh, oh oh. Das ist ganz schlecht, das ist ganz schlecht. Wo ist denn hier? Wo gehen die hin? Versuchen die mich auszutricksen? Komm, bitte habt Nieten, bitte habt Nieten. Wie viel? Drei Nieten, jawohl. Das ist auf jeden Fall... Boah, diese Musik im Hintergrund. Also was macht mich wahnsinnig... Wo sind die denn? Ja, wo bist du? Ah. Ja. Ziele. Oh Gott, zum Glück. Danke. Ich muss dich jetzt verlassen und das tut mir sehr leid. Aber ich muss noch anderen helfen, bevor diese Stadt ertrinkt. Dieser Mann, Sinclair, er ist auf unserer Seite und wird dich zu Eleanor führen. Leb wohl, Delta. Und viel Glück. Verlass mich nicht. Tja, sieh einer an, der aufrechte Ritter, komplett mit Dampfrost sozusagen. Ich heiße Augustus Sinclair, alter Junge. Esquire. Die alte Tannenbaum und ich haben ein gemeinsames Anliegen im Fontaine-Hauptquartier. Das ist der Laden, wo du auch Eleanor Lamb finden wirst. Ich glaube, wir beide könnten ins Geschäft kommen. Komm mit der Bahn zu Ryan Amusements. Bis bald. Ach, na toll. Wenigstens haben wir noch unser Gehecke.
Naja. So. Oh, ich brauche Muni. Ich brauche unbedingt Muni. Können wir hier kaufen? Juhu! Oh, zum Glück. Und die Frage ist, ob wir noch genug Geld haben. So. EVE, naja, wenigstens etwas. Wie viel Geld haben wir immer noch? 56. Immer das gleiche Geld irgendwie, oder? Naja. So, aktives Ziel. Steig in den Zug. Ich mache hier mal ganz kurz mein Spiel ein bisschen leiser. So, jetzt geht's weiter. Pfeil. Wo führst du mich hin? Ach, hier rein. Alles klar. Ich fahre mit dem Zug. Nicht. Da-da-da. Da-da-da. Da-da-da-da. Ich hab die falsche Melodie und das ist cool zum Fortfahren. Leerteste drücken. Da-da-da-da-da-da. So, weiter geht's hier. Inhalt wird gespeichert. Wow, hau lieber die Bremse rein. Es sei denn, du willst deinem Leben an dem Gletscher da vorne ein Ende setzen. Sinclair. Wie du siehst, Chef, ist die Station völlig vereist. Um also rechtzeitig zu Eleanor Lam im Fontaine-Hauptquartier zu kommen, müssen wir den Weg freikriegen. Um das ganze Eis zu schmelzen, brauchst du ein Plasmid, das das reinste Höllenfeuer entfacht. Wir haben in dem Vergnügungspark da drüben immer ein nettes Produkt namens Abfackeln verkauft. Sieh zu, ob du da reinkommst. Ich kenne die ganzen Fahrgeschäfte schon. Oho. So, der Pfeil oben am Bildschirm wird dir den Weg... Nee, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich mag den Pfeil da oben, den deaktivieren wir hier jetzt nicht, sonst fällt der hier wieder, wie beim Mass Effect. Das muss nicht sein. Kaffee, Kaffee, Kaffee! Kaffee! Oh, hier ist eine Dings. Vita Chamber. Das ist nicht wirklich ein gutes Zeichen. We will be reborn. She is our salvation. Okay. Verbandskasten. Oh, ich freue mich. Tagebuch L. Eleanor entwickelt sich großartig. Meine physische Mitwirkung bei ihrer Geburt war natürlich auf ein Minimum beschränkt. Ich kann unmöglich irgendwelche Launen der Natur riskieren. Ich werde vor allem meinen Intellekt an sie weitergeben. Loyal nicht ihr, sondern dem Volk gegenüber, das sie letztlich erretten wird. Aber ich gebe zu, es macht mich durchaus stolz, wenn ich mir ihr Abschneiden bei den Standard-Intelligenztests ansehe. Als Vertreterin unserer Sache könnte sie sogar mich übertreffen. Ach, ich kann das hier gar nicht nehmen. Ich habe die ganze Zeit drauf gewartet. So, wir hacken natürlich diesen Verkaufsautomaten. Haja, haja. Boah! Ninja! Maximum erreicht Verbandskasten. Oh, dann machen wir das hier. Zack, so. Und zwar brauche ich Nieten. Alter, sind die teuer. Du bist ein seltenes Modell, mein Junge. Alpha-Serie, glaube ich. Ein Tropfen von deinem Blut ist ein wissenschaftliches Wunder und würde eine Stange Geld einbringen an der Erdoberfläche. Solltest dir überlegen, wie du darauf kommst. Vielleicht könnten wir ja zusammen abdampfen. Waffen-Upgrade-Station. Waffe verbessern. Juhu. Treibstoffeffizienz für Bohrer. Ups. Erhöhter Schaden durch Nietenpistole. Ladestreifen. Erhöhter Schaden, ich will haben. Achso, wir können nur einmal. Das ist natürlich doof.
Niete. Büro des Geschäftsführers. Werkzeugkasten. Oh, nice. Bohrerstreibstoff. Ah, oh, Hälfte. Der alte Schäferhund. L. Ich sollte technischer Leiter in einem Park werden, wie ihn die Welt noch nicht gesehen hat. Und jetzt sitze ich rum und passe drauf auf wie so ein alter Wachhund. Meine ersten automatischen Puppen haben die Kinder begeistert. Aber Ryan hielt meine Vision für unausgereift. Antiquiert. Das Ganze hätte wirklich eine nette Sache werden können. Aber er hat eine Schule draus gemacht. Ach, was sag ich? Eine Kirche. Zu seiner eigenen Verherrlichung. Eine Little ist ein Big Daddy. Oh. Okay. Karte. Zielerreich, besorge dir eine Eintrittskarte. Na, wer sagt's denn? Damit kommst du in den Park. Aber Plasmide kosten Adam. Das ist der Genglibber, mit dem du korrigieren kannst, was Gott dir mitgegeben hat. Die Little Sisters haben das Zeug in ihren Bäuchen. Du musst also eine finden. Ich habe in der Nähe der Eldorado Lounge wen flüstern hören. Sieh mal nach. Okay. Neues Ziel, geh in den Park. Das heißt wieder zurück. What? Oh, oh, Framerate. Was hat der denn da? Alter, was ist da? Alter! Was ist das denn? MG? Heiliger Bimbam! 50er, ah, 50er, Alter! 50er haben wir da. Sieht ein bisschen aus wie eine Quake-Waffe. Für jeden, der nicht der Quake nicht kennt, geht zur Hölle. So. Versteckt euch! Und kein Scheiß diesmal! Die ist nice. Okay. Aua, aua, aua. Aber die sind nicht so wirklich nice zu mir. Komm, geh auf, geh auf. Geh auf, geh auf. Alter Schwede! Boah! Haut ab, ihr hässlichen Missgeburten. Alter. Oh, zum Glück haben wir noch Nieten. Zum Glück haben wir Nieten, zum Glück. Komm her, komm her, komm her. Trau dich, trau dich. Trau dich, komm. Habe ich es mir doch gedacht. Er sieht alles. Was hast du gerade gesagt? Verrückter Doktor. So. Framerate bricht nicht ein. Cool. So, bevor wir aber hier reingehen, möchte ich gerne... Ach du Scheiße, was haben wir denn hier alles gespeichert? Möchte ich hier jetzt erstmal eine Aufnahmepause machen. Und wir sehen uns bis zur nächsten Folge oder einfach gleich danach. Tschüss, die.